Oh Gott. Na komm, brenn. Hello Friends, NR Fox ist wieder am Start. Es wird wieder ein bisschen Zeit, Legolas zu spielen in der wunderbaren Welt von Skyrim. Durch einen missglückten Zufall, wie auch immer, sind wir irgendwie nach Falkenring gekommen. Ja, gucken wir mal, was wir daraus machen. Auf jeden Fall habe ich Bock, heute Höhlen zu erkunden. Random Höhlen erkunden. Aber erstmal gucken wir uns hier ein bisschen um. Ich habe vorhin versucht, Dynalo. Ich vermute, er belästigt mich aus gutem Grund. Ich habe gar nichts gemacht, ja? Dyndolod. Auf jeden Fall was mit einem LOD. Ferne, bla bla bla. Bisschen rumzuscripten. Das ist sehr schön für dich. Ja, das werde ich bei Zeit machen. Versprochen. Nicht versprochen. Ja, sagen wir mal so, ich habe es dabei belassen, so wie es jetzt ist. Ich weiß, es ploppt manchmal ein paar Bäume in der Ferne auf. So ist das nun mal. Kann man da runterfliegen? Nee, okay. Ja, wir gucken einfach mal. Es müsste jetzt eigentlich so gut funktionieren, hoffe ich doch. Genau. Ah, wir können mal unser Zeug verkaufen. Guten Tag, die Dame. Hier gibt es schönsten Schmuck und ich möchte handeln. Geben Sie mir Ihre Hand. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Bitte was? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Sagen Sie mal! Woher wollt ihr das wissen? Alles eine Sache der Einschätzung. Ich geb dir gleich Einschätzung. Mit der Faust. Mein Vermögen geht euch gar nichts an. Es geht den Scheißdreck an. Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Woran habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Mardesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Brandscheis. Warum soll ich Brandschei den Ring unterschieben? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, und wir legen los. Das hört sich interessant an. Ausgezeichnet. Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, also schon mal kurz vor Nacht. Das machen wir. Junge Dame, ich komme. Ne, jetzt erst verkaufen wir erstmal den ganzen Scheiß. Nee. Lest die Gedanken anderer Menschen. Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Was habt ihr zum Verkaufen? Seht es euch an. Ich habe keine Ahnung, was ich für Ausrüstungssachen habe. Das ist schon mal gut, das habe ich. Pelzhandschuhe. 8. Pelzhandschuhe 8. Gott, ich habe keine Ahnung. Aufseherarmhandschuhe, das ist schon mal mehr. Ja, aber scheiß drauf, das brauchen wir gar nicht. Wie viel Geld hatten die? Die hat zu wenig Geld. Aber können wir vielleicht trotzdem irgendwas verkaufen? Ich habe zweimal von dem Blocken. Okay, da können wir auf jeden Fall eines verkaufen.
Und die Goldkette verkaufen wir. Schon wird reduziert. Da, mach was draus. Hab keine Ahnung. Achso, die Pelze. Aber die Pelze wollte ich zu Leder machen. Ja. Ja gut, das reicht jetzt erstmal. Oh, ich brauche Training für leichte Rüstung. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Viel zu teuer. Buche. Auf Wiedersehen. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ja. Dem kann ich Schmuck verkaufen. Grüße, geschätzter Kunde. Oh, ich hasse es. Meinen edlen Schmuck zeigen? Wenn euch etwas gefällt, könnt ihr mir gerne... Was habt ihr zu verkaufen? Alles, was ich in der Auslage habe. Wie viel hat er? 190, ein bisschen wenig, aber... Brauche ich... Ja gut, die beschädigten Sachen kann ich verkaufen, aber ich glaube zum Craften... Nee, scheiß auf Craften. Na doch, es wiegt ja nichts, deswegen... Doch, es wiegt schon, das wiegt 1. Ist schon viel. Na, lohnt nicht. Passt auf euch auf, tschüss. Landläufer. Der hat Tränke. Zeugs. Wie viel Platz habe ich? Es reicht für den Ring zu klauen. Gut, wir warten jetzt erstmal, bis es dunkel ist. Dann können wir bei ihm einbrechen. Bei dem Menschen da. Hallo, also, du warst doch der... Wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ja. Ich bin bereit. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Ich bin bereit. Fangen wir an. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Kommt alle her. Stiehl mal dieses Ring. Seht es euch an. Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Platz genug. Hey, das ist der Madise. Madesi, okay. Hier herüber. Oh Gott, das wird was. Alle muss warten. Hier herüber. Noch viel zu viele Menschen. Wie soll man das schaffen? Was gibt es denn diesmal? Geduld, Branschei. Wir speichern. War eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Ja, die sehen mich doch alle. Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirnwurz. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. Meine Damen und Herren, Falmerblut-Elixier. Kommt schon, sprecht ihr von den Schneeelfen? Das einzig wahre. Mystische Wesen aus Legenden. Meister der Magie. Stellt euch die Kraft vor, die durch ihre Adern floss. Woher habt ihr das dann? Jahrelang hat sie niemand zu Gesicht bekommen. Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz geheim bleiben, aber ich kann versprechen, dass der Inhalt echt ist. Ein Schluck von diesem Elixier und eure Wünsche gehen in Erfüllung. Reichtum, ewiges Leben oder vielleicht sogar unbegrenzte Macht. Wie viel kostet es? Nur 20 Goldstücke. Beeilt euch, bevor alles weg ist. Hört nicht auf ihn. Er denkt sich das alles aus. Lasst fehlende Körperteile nachwachsen. Ich kann mir keins leisten. Aber kann ich mir auch leisten, keins zu kaufen? Ich kann auch nicht schleichen. Madesi heißt er. Stehe Madesis Ring. Es sind viel zu viele Menschen. Ich kann hier nicht klauen. Oder muss ich das da klauen? Okay. Gucken wir mal. Aber ich war gerade im Thief-Modus und habe gewartet, bis irgendwas wackelt. Bis hierher und nicht weiter.
Ernsthaft? Über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirnwurz. Das war nur... So. Gott, ich kann doch nicht so schlecht sein. Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. Meine Damen und Herren, Falmerblut-Elixier. Kommt schon, sprecht ihr von den Schneeelfen? Das sind die gar nicht. Mystische Wesen aus Legenden. Tracking. Stellt euch die Kraft vor, die durch ihre Adern floss. Woher habt ihr das dann? Jahrelang hat sie nie... Das ist viel zu hell. Das kannst du vergessen. Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz geheim bleiben. Aber ich kann versprechen, dass der Inhalt echt ist. Ein Schluck von diesem Elixier und eure Wünsche gehen in Erfüllung. Ich muss seinen Ring stehlen. Oder vielleicht sogar unbedingt... Viel zu viele Menschen. Wie viel kostet es? Die sehen mich hier alle. Beeilt euch, bevor alles weg ist. Der lügt doch sicherlich. Beeilung bitte. Ich habe nur noch wenige Flaschen. Genau das brauche ich jetzt. Nope. Vergiss es. Wenn ihr irgendetwas habt, das ihr zu einem fairen... Das ist mir zu blöd. Wir laufen weiter. Ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, solltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde? Posaunt eure Pläne nächstens nicht so heraus, dann wäre nichts passiert. Was? Wollt ihr mir sagen, dass ihr es geraubt habt? Warum? Warum tut ihr mir das an? Geht mich nichts an. Hört zu, Chadre. Letzte Warnung. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Ich bin nur auf der Durchreise. Ja? Dann hört mal zu. Es gibt hier nichts zu sehen. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Fremder, der seine Nase in Dinge steckt, die ihn nichts angehen. Okay. Wer sind die Schwarzdorn? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Warum sagt ihr es mir nicht einfach kostenlos? Guter Witz. Haltet euch aus den Angelegenheiten der Schwarzdorn-Familie raus. Dann lebt ihr länger. Hey, ihr. Ein Versuch, was wäre. Ich will mit euch reden. Hast du doch gerade. Ja gut, gehen wir raus. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Naja, passt schon. Schön. Wir sehen zwar nichts. Gucken uns mal kurz die Karte an. Oh Gott, wir sind wieder am Arsch der Welt. Hier war ihr was dead und wir sind hier. So ein Mist, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, im Dunkeln zu laufen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Time Warp. Schön. Sehr schön. Ja gut, dann wollen wir mal unsere Reise beginnen. Werkzeuge, Waren und Waffen. Und alles zu einem guten Preis. Nein, nein, dir traue ich nicht. Ich traue hier niemanden. Ja, haben wir eigentlich ein Ziel? Ein bestimmtes Ziel.
Aber das Geile an Skyrim ist einfach, frei herumlaufen zu können. Deswegen gucken wir einfach mal. Oh, ich muss kurz die Brille justieren. Gucken wir einfach mal, was wir so finden. Zum Beispiel diese riesige, eklige Spinne. Normalerweise muss man ja so Bogen schießen, richtig? Aber so treffe ich halt nicht. Deswegen mache ich lieber so. Na, komm her. Ich laufe der Scheißspinne nicht hinterher. Aber wir haben irgendwie die falschen Pfeile drin. Die hier. Ich glaube, die Spinne kommt jetzt. Oh Mann. Gut. Ekelhaft. Ah, ja, stimmt. Man kann, aber ist schon. Aber hat es dann den doppelten Schaden? Probieren wir es mal aus. Ist mein... Ja, jetzt ist mein, Giftbogen vergiftet. Doppelt vergiftet. Richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen da rein. Ist zwar keine Höhle. Bin mir auch nicht sicher, ne, gut oder böse? Entschuldigung. Hallo, okay, böse. Ganz ruhig. Bis hierher und nicht weiter. Sind es Banditen? Ich weiß es nicht. Bis hierher und nicht weiter. Ja, komm, tu etwas, los. Bis hierher und nicht weiter. Ja, ja, komm, komm, komm. Hm? Ach, ich bin mir nicht sicher. Lass mal. Ich weiß gar nicht. Wir brauchen ein Ziel. Also erstmal, das Problem ist, wir haben viel zu viel Gewicht. Wir können auch so ohnehin nicht viel tragen. Na, der ist ja gefangen. Alter. Bin mir nicht sicher, wenn ich den befreie, greift er mich dann an? Komm, du bist frei. Oh. Ich dachte gerade, der Wolf greift mich an. Komm, geh. Weg mit dir. Los, du bist frei. Oh, ein Skiver. Und dann noch gegen die Brille gehauen. Mann, das waren noch Banditen, oder? Trapper. Er war Sjold. Mehr nicht. Der hat gut. Das. Die Eisenpfeile nehmen wir. Elchpfeile. Das Gold. Ziegenfell.
Na gut. Schöner Loot. Oh, der Wolf ist frei. Greift er mich jetzt dann an? Hm. Cool. Ja, Leute, wir brauchen ein Ziel. Wir gucken uns nochmal die Karte an. Wir sind jetzt hier. Eigentlich müssen wir zurück. Müssen wir zurück und Geld machen. Was in Deutsch? Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir auch zurück. Wir gehen zurück und gucken einfach, was passiert. Nur Markierung setzen. Ja, stimmt, wir haben ja keinen Kompass. Okay. Oh, das wird ein langer Weg. Einbrecherhöhle und dann gehen wir von hier wieder zurück. Wenn ich aber von oben gehe... Ja, okay. Wir folgen einfach diesen Weg. Gucken wir mal. Ha, was mir bei Skyrim halt am meisten gefällt, ist diese Riesenwelt. Es fühlt sich so schön an, hier zu laufen. Dieser Detailreichtum. Einfach nur herrlich. Die vielen Arealen. Ich glaube, ich muss hier nicht viel reden. Man schaut sich das einfach alles an. Lässt es auf einen wirken. Wie ein Walking Simulator. Ich nehme euch mit auf einen Spaziergang. Oh, Joch! Aufpassen hier. Das ist schon wieder eine Spinne und jetzt regnet es auch noch. Ja, okay. Wolf gegen Spinne, wer gewinnt? Zwei Wolf gegen Spinne, wer gewinnt? Oh, ist es spannend. Ein Hase kommt auch noch dazu. Drei Wölfe, oh mein Gott. Okay, okay, beruhigt euch. Ja, Tracking. Das Tracking ist mal wieder voll am Rumspacken. Oh je, es blitzt schon wieder. Blitzt und donnert. Uiuiui. Aber sogar das sieht mega gut aus. Meiner Meinung nach. Ah, herrlich. Bei Skyrim. Oh, da brennt's. Oh Gott. Aus dem Nichts. Uiuiui. Zu viel Action. Ich finde, bei Skyrim geht es nicht immer direkt drum, viel zu kämpfen,
actiongeladen, immer Action abchecken, sondern einfach auch die Umgebung sich anzuschauen. Wenn wir uns die Szenerie anschauen, Alter! Das sieht so schön aus. Ich komme mir vor wie so ein Reporter für National Geographic. Perfektes Podium. Hammer. Ich bin der Donnergott, Zeus. Schön. Wow, 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 ei, 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 ei. Wow, 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 wow. So, White Run. Oh Gott, noch einer. Habe ich ja gar nicht gesehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Kam da einfach so ein Wolf. Ich wollte die Bergblume nicht. Ich wollte... So, jetzt können wir nichts mehr aufnehmen. Das reicht jetzt mit Pelzen. Wir haben, ich glaube, eh viel zu viele Pelze. Puh. Herrlich. Ja, theoretisch können wir auch mal ein bisschen rennen. Ein bisschen eilig hier. Erz abbauen tue ich jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, wir haben ja ein Gewichtsproblem. Nicht, weil wir fett sind. Ganz im Gegenteil, wir sind so schlank wie ich. Aber... ja. Oh Gott! Die Gefahr lauert überall. Dietriche. Alter, nice, da ist er. Das ziehen wir an. Das nehmen wir, das nehmen wir. Mhm. Geil, rote. Sehr cool. Okay. Hat er sich da versteckt? Ah, oh, so viel gutes Erz. Und wir können es nicht einsammeln. Oh je, oh je, oh je. Mal kurz in die Karte schauen. Wir nehmen den linken Weg. Beinbrecherhöhle, das hört sich interessant an. Da entlang. Mit dem Subpack noch dazu, muss ich dazu sagen. Mega geil. Ich sehe. In your ass. Ich spüre das Gewitter an meinem Rücken. Ob man das braucht? Bestimmt nicht. Ob ich das möchte? Yes. Eine friedliche Ziege.
Beinbrecherhöhle. Hallo Fuchs. Will ich mal nein, oder? Will ich mal sowas von nein. Okay, ready? Ready. Oh, es ist wieder so dunkel. So mag ich's. Ich glaube, wir haben ein Level up. Nö. Nee. Okay. Puh. Dann wollen wir mal. Gott, es ist wieder so dunkel. Aber wir mögen es ja dunkel. Oh, oh Gott. Okay. Ja, gerade mal gucken. Ist das eine Quest? Glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ist einfach rein zufällig. Oh, die Ratte traut sich aber was. Ja, nur treffen sollte man. Bell-Yol Hall. Na, komm, Ratte, komm. Nila. Geht das noch? Okay, I don't get it. Kann auch sein, dass ich einfach gar keine Fackeln mehr habe. Bell-Yol Hall. Ah, das ist vergiftet. Oh, ich ahne Böses. Ich ahne sehr Böses. Nila. Er ist hundertprozentig böse. Ist da jemand? Oh fuck, und dann auch noch eine fucking Spinne. Ah, fuck, was ist denn jetzt schon wieder los? Und dann sind es auch noch zwei. Oh Gott. Das war sehr schlecht. Ja, Hexen sind immer böse. Oh, es wird knapp. Wir können ja nichts tragen, denn wir sind so schwach. Frostsalz. Immer gut.
nicht so wichtig. Sehr gutes Zeug. Vor allem der Stab ist bestimmt mega viel wert. Ach du Scheiße! Und das. Und das. Das nehmen wir auch. Und hier. Und das da. Und das da. Holy fucker moly. Und jetzt kann ich nicht laufen. Ja. Wir müssen das rausschmeißen. Tut mir leid. Irgendwas, was viel wiegt. Wahrscheinlich das Ganze. Silbererz. Nein, ich will nicht. Das ist so gutes Zeug. Ja, müssen wir die Drachenknochen wegschmeißen. Tut mir sorry. Mann, ich kann nix. Ich sehe nix. Es ist so dunkel. Kann man die Fackel nehmen? Was war das gerade? Hallo? Ja, okay. Ja, das Menü ist manchmal ein bisschen zum Kotzen. Muss ich ehrlich sagen, ist viel zu empfindlich manchmal, auch wenn ich es relativ gut eingestellt habe. Ich habe doch gerade eine Torch gehabt. Belial Hass. Oh Gott! Hat es mich jetzt erschreckt? Wow! Ein fucking... Was war das? Was war das? Der hat uns richtig umgenietet. Und ich weiß nicht mal was. Und ich sehe einfach nichts. Und ich habe keine Peilung, wie ich das jetzt machen soll. Ach, ich brauche mein Irrlicht. Wie war nochmal, Scheiße. Bell? Ich muss kurz gucken. Gut, ich hab's wieder. Bell, Dover Ankuden. Läuft. Okay, wir haben Licht. Und ich bin Level aufgestiegen. Gesundheit. Puh, schleichen will ich. Ich will besser schleichen. Schleichen ist wichtig. Wo ist Schleichen? Da ist Schleichen. So, Meister des Schleichens haben wir. Wir kennen Stolperdraht und Schleichangriff. Alles sowas von uninteressant für mich. Schleichangriff. Angriffe beim Schleichen verursachen im Einhandwaffen 100% mehr Schaden. Schleichangriffe mit anderen Waffen oder
Fäusten versunken, Prozent zusätzlich Schaden, Schleichangriff mit. Ach so, ja doch, das ist gut. Das ist, ja doch, das ist gut. Stolperdraht. Stolperdraht. Verleiht das Talent Stolperdraht. Platziert 120 Sekunden lang einen Stolperdraht vor euch. Er schnappt beim Auslösen zu und wirft alle Ziele in seine Nähe zu Boden. Nice. Aber ich glaube, das macht mehr Sinn für uns. Machen wir das. Speichern wir. Okay. Jetzt sehen wir wenigstens was. Wir bräuchten Zauber für Nachtsicht oder so. Das wäre nice. Aha. Jetzt weiß ich, was das ist. Das ist, so ein Frost-Dingens. Okay. Wir müssen jetzt versuchen, den mit einem Pfeil umzunieten. Gucken wir mal. Das war nichts. Das war auch nichts. Komm schon. Das war schon... Gucken. Wie nah komme ich ran? Ja. Das hat funktioniert. Wer drauf war ein Kuhn. Sehr gut. Schön die ganzen fucking Tracking, ey. Ja, heute hat das Tracking irgendwas gegen mich. Es gibt Tage, da läuft es ohne Probleme. Und es gibt auch Tage wie heute. Da macht es echt scheiße. Ah, das war der Turm. Und wir haben ihn getroffen. Gut. Machen wir mal. Dann laufen wir halt wieder im Dunkel rum. Ja, da bewegt sich was. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber ich hab's gesehen. Wahrscheinlich seht ihr gar nichts. Ich hoffe es so einzustellen, dass ihr dann auch was seht. Brauche ich überhaupt so viel Frostgiftbiss? Ich lasse jetzt mal. Ich sammle jetzt mal nichts davon ein. Davon hätten wir jetzt auch genug. Okay, hier machen wir was anderes. Bell-Bokun. Bell-Yol-Hal.
gebratene Spinnen sind die besten Spinnen. Oh Gott! Na komm, rennen! Fuck! Oh. Oh shit! So. Fuck it. Ich balle jetzt so viele. Nila. So viele fucking Pfeile da rein, bis das Ding stirbt. Bellbaukun. Bellbaukun. Hätte speichern sollen. Es hat zwei verschiedene Augen. Nee, doch nicht. Aber geschafft. Mann, oh Mann, oh Mann. Ein nackter Mann. Der nackte Mann erfolglos gewesen. Deva-Messer. Braucht man das? Wiegt nix. Nehmen wir mit. Puh. Wie lang ist denn dieser Dungeon, ey? Ist ja riesig. Oh fuck. Brav. Ganz ruhig. Wir müssen wieder mehr geduckt laufen. Wir sind viel zu laut. Da ist nichts mehr. Also langsam müssen wir auch unsere Aufnahme beenden. Ich will aber auf jeden Fall hier noch durch. Weil hier ist, glaube ich, nichts mehr. Also Ingredients und mein Pfeil und ein Buch. Wasseratmung. Oh, nehmen wir. Okay. Das war schon mal sehr gut. Oh, 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 oh. Aber ist gefangen, glaube ich. Bellbaukun. Scheiße, da wollte ich es nicht hinwerfen. Ist er tot? Bellbaukun. Okay, ihr seht mich noch nicht. Wow. Wie viel hält das Ding aus? Oh, um die Gottes Willen. Bellrovan-Kun. Besch-
schwerer Novize, warum ist er im Wasser drin? Warum kostet es nichts? Warum? Ein Enchanter-Dingens. Was haben wir hier? Ein Trollschädel. Nehmen wir mit. Wir nehmen. Komm schon. Ich weiß, ich bin. Nehmen wir mit. 7 Kopf brauchen wir nicht. Oh, durch. Und einfach durch. Joch, beruhig dich. Das nehmen wir. Richtig schön ins Gesicht. Wenn du nicht so böse wärst, hättest du meine Frau sein können. Du nicht. Nee, wunderschön ist was anderes. Cool. Ich bin mir aber nicht sicher, wenn ich die befreie, ob was passiert. Gucken wir mal, was passiert. Erstmal brauchen wir Licht. Belbo Kuhn. So. Wir speichern. Dann fahren wir die Tür auf. Bin mir hundertprozentig sicher, es greift mich an. Greift mich nicht an? Oder doch? Ich habe Angst. Hallo? Es greift mich nicht an. Ganz ruhig. Komm, geh raus. Oh, so, ich wollte nicht den Hintern anfassen. Es war aus Versehen. Mir fällt erst jetzt auf, dass ich da nicht so lange hinstarren sollte. Ja, war mir eine Freude. Oh, eine riesige Truhe. Alter! Genau dafür bin ich gekommen. Für ein Gold. Really? Verzaubern? Ich glaube, ich kann eh nichts verzaubern. Noch nicht. Ich glaube, jetzt sind wir wieder am Anfang. Und dann verschwinden wir aus diesem Loch. Was war das? Ach so, das war das. Okay, aber was ist das für ein Gang? Ich blick's nicht. Ich will hier einfach nur raus. Kriege schon Panik. Wieder durch das Dunkle. Puh. Was für ein Dungeon, ey. Okay, springen funktioniert gar nicht. Egal. Was für ein Dungeon, sage ich euch. Aber wir müssen jetzt hier Schluss machen. War eine aufregende Reise, denke ich mal, zum Schluss. Oh, geil. Eine Burg. Ja. Und beim nächsten Mal gucken wir, was uns noch so erwartet auf dem Weg zurück nach Himmelsfeld. Wo müssen wir hin? Ja, ihr wisst, wo ich. Also Burg und so und Haus kaufen und Zeugs. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
Lasst ein Like da. Dann weiß ich, ihr wollt mehr von Skyrim sehen. Und dann freue ich mich, wenn ihr weiterhin zuschaut, auch bei den anderen Videos. Freitag wie immer, Couch Friday. Montag, Random Monday. Und heute, Straight Wednesday mit Skyrim. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer NRO Fox. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.